6th of November 1942, 6:40 in the morning. Nach monatelangem Rückzug haben wir den deutschen General und sein Afrika-Korps endlich bei Al-Alamein besiegt. Der Wüstenfuchs hat den Swans eingesogen und Monte will ihn unbedingt bis zum Tode jagen. Nur ein paar Meilen westlichen von Al-Alamein sitzen ein paar Feinde in einer Stadt namens El-Daba fest. Dank unserer bisherigen Leistung hier haben wir es uns verdient, sie aus dieser Stadt vertreiben zu dürfen. Sergeant John Davis, 7th Panzer Division. Das Ende des Anfangs. Wir haben es gerade eben schon gehört, 6. November 1942, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode zu Call of Duty 2 Kampagne. Unterwegs mit einem Panzer, Sergeant Rankin und Sergeant Clark. Captain Burwell ruht sich noch so ein bisschen aus, bevor er hier in den Urlaub geht. Und wir sehen Private McGregor und unsere Wenigkeit. Und ganz viele unserer Panzerdivision, wie wir schon gesehen haben, hinter uns auch. Viele, die uns hier unterstützen. Und wir sehen schon, der Krieg ist im vollen Gange. Ach du Scheiße. Da verschwinden sogar Flugzeuge. Boah. Das ist der Wahnsinn. Es nimmt langsam gut Form an, würde ich sagen. Das Ende naht. Ich hoffe doch. Krieg ist nichts Schönes. Aber wir sind ja hier, um Frieden zu verteilen. Ach du Scheiße, Leute. Ach du Scheiße, wir werden angegriffen. Was für ein Mann am Boden. Wer hat uns verlassen? Der Fahrer? Um Gottes Willen. Was geht hier ab? Oh shit. Wir sind in der Stadt. Alter, wir werden angeschossen. Pass doch mal ein bisschen auf. Auf den Balkonen. Ach du Scheiße, wir müssen hier runter. Freunde. Wir müssen erstmal ein bisschen Ruhe in die Sache reinbekommen. So, erstmal mit der Jagdflinte hier. Auf Köpfchenjagd gehen wir nämlich jetzt. Hä? Achso, das ist ein MG da oben. Kann ich auch mal einen schönen werfen hier? Oh, wenn der da reingeflogen ist, dann nimmt mich Kobe Bryant. Ah, okay. So natürlich nicht. Tschüss. Ja, ich würde gerne das MG auch stoppen, aber alter Schwede, hier geht's ja richtig ab, würde ich mal meinen. Da kommen immer mehr Leute und gehen an das Geschütz einfach dran. Oh, verdammt. Ach du Scheiße, da komme ich doch gar nicht ran. Tschüss. Und du als nächstes, mein Freund. Da ist er. Ich hab ihn. Freunde, wir können jetzt angreifen, wenn wir wollen. Die sitzen auch wirklich alle an diesen MGs. Ich habe das Gefühl, die sind unendlich an diesen Stellen. Kann das sein? Oh Gott, da fliegt irgendwas. Das ist überhaupt unsere Mission. Schalten Sie die Marine-Artillerietrupps der 18 Mächte auf den Docks aus. Okay, das kriegen wir hin, würde ich mal sagen. Ach du Scheiße. Granate! Oh, die nehmen mir aber richtig Schaden hier. Tschüss. Na, wer will der Nächste sein? Macht euer Köpfchen hoch. Komm, nächste Granate. Jetzt müsst ihr aber auch fliehen. Oder er will sterben. Naja, das ist natürlich auch eine Option. Boah, die Flugzeuge, die machen mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ein bisschen Panik. Was macht der denn? Ohne Deckung stellt er sich hier mitten auf den Sand, oder was? Ja, ist natürlich dein Problem. Hier irgendwo ist hier eine Granate. Pass auf, Granate! Das werden ja auch mal mehr. Wir müssen mal infiltrieren. Ich renne vor, Freunde. Wo ist er? Alle tot. Wir können weitermachen. Sind wir von hinten? Hinter feindlichen Linien. Unsere Chance! Ich geb dir gleich mal Deckung, Freundchen. Da ist er weg. Deutsche! Aber cool, die drehen uns schön den Rücken zu. Also hinter feindlichen Linien war auf jeden Fall immer eine gute Strategie, würde ich mal meinen. Da drin sind sie doch bestimmt. Wie die Ratten wahrscheinlich. Hier vermehren die sich. Moin, wo seid ihr? Na, kommt doch, wenn ihr euch traut. Da zum Beispiel. Tschüss. Die Deutschen, ne? Die Feiglinge. Ja, mit einer Granate! Ich hoffe, die erreicht mich nicht mehr. Hallo, die hat mich noch erreicht. Die leben hier ja noch alle. Also eins müssen wir den Deutschen lassen, ne? Also viel Gesundheit haben sie auf jeden Fall. Ach du meine Güte, ey, das ist aber ein Tiefflug hier. Das Einzige, was unsere Privates hier rufen können, sind... Was? Wie, das Feuer auf... Da wurde mir nicht mal Name angezeigt. Hat der einfach keinen oder was? Es gibt auch Namenslose im Krieg. Stielgranate! Okay, das sind unsere Kollegen, die einfach nur keinen Namen mit sich tragen. Dann müssen wir halt einfach damit leben. Zwei Docks müssen wir nur noch befreien von den fiesen, fiesen Deutschen. Deutsche Truppen! Nur noch ein? Oh, das ist aber relativ einfach dann. Da hinten sehen wir einen. Na? Oha, fast meinem Kollegen hier einen Kopfschuss verteilt. Das hätten noch die Generationen nach und vor ihm gespürt, bin ich mir sicher. Ach komm, wir machen es ein bisschen einfacher.
Die Granate wird schon regeln. Tschüss. Nächster bitte. Tschüss. Das ist ja wie auf dem Silbertablett. Die gehen alle an das MG ran und wissen gar nicht, dass das ihre größte Schwäche ist. Da oben ist doch einer. Ja, dich habe ich gesehen gehabt. Oh, schön, meine Freunde. Die Teile in die Luft gejagt. Und jetzt brauchen wir ein Funkgerät. Jetzt gehen wir nämlich hinter feindlichen Linien im Kommunikationssystem. Eieieiei, alle hier auf einem Haufen. Gleich werden wir zum Kanonenfutter hier. So. Nummer dos. Da ist er. Ist auch einfach gemacht, ne? Ich bin einfach gemacht für die Sniper-Daseinsberechtigung. Tschau. Ja, schön. Der nächste da oben. Oh, das war natürlich auch nochmal richtig schön clean. Die können sich schon ein bisschen stolz schätzen, mich zu haben. Ich bin auch der Einzige, der vorstößt, ne? Die warten immer darauf, bis ich nach vorne renne, weil sie ganz genau wissen, dass ich hier die größte Gefahr für alle Gegner bin. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Das ist eine Party, zu der ich nicht eingeladen bin. Und wahrscheinlich auch nicht eingeladen sein möchte. Der sieht mich nicht. Na, wo seid ihr denn? Ach Mensch, ja, das ist jetzt auch eine ganz interessante militärische Strategie, die hier durchgeführt wird von den Deutschen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ist auch, glaube ich, gerade... Oi, ist wohl eine Falle gewesen. Was war das denn bitte für eine Strategie von denen? Werfen sie mir eine Granate da direkt drauf. Ja, ist klar. Was habt ihr denn vor? Oh, Feindbeschuss. Tschüss. Hä? Wo denn? Beschütz mich doch, Bremer. Weißt, ich bin auch Bremen-Fan, weißt du? So. Wieder schön flankieren, würde ich sagen. Oder auch nicht. Los! Wo kommst du denn her? Man weiß es nicht. Teleportiert, gespawnt. Die Deutschen haben viele Strategien im Krieg durchgeführt. Das war eins davon. Wollte der mich hier erschlagen mit seiner Waffe, ne? Aber tut mir leid, eine Waffe ist nicht 15 Meter lang. Die hab nur ich. Aber die ist noch im Schaft. Ich warte darauf, bis ich ihn sehe. Moin. Das sagen die Deutschen doch so, oder? Im Krieg. Moin. Hier. Jawohl. Die Flotte wird jetzt angefunkt. Das heißt Roger. Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Ach du meine Güte, ein ganzes Schiff wird jetzt hier ins Wasser gesetzt. Böse Zungen würden sagen, das ist die Titanic. Alter Schwede, du. Das war's mit der Kreuzfahrt. Wir gehen unter. Nächstes Ziel. Durchsuchen Sie das Achsenmächte-HQ nach Befehlsdokumenten. Jetzt heißt es also wieder infiltrieren und Dokumente aufsammeln. Die haben aber auch alles voll mit MGs. Ne? Das ist unglaublich, woher die ganzen MGs hier haben. Aber auch auf den komischen Positionen aufgestellt, muss man an der Stelle sagen. Warum hier zwei nebeneinander? Tschüss. Der nächste. Guck mal, das ist wirklich so geil. Oh nee, das andere ist dann doch schöner, hat er sich gedacht. Was war das für ein geiler Move? Er geht zum ersten dann so. Ah nee, nicht da. Ich geb. Warte mal, kann ich das nicht. Ah nee. Oh, was ist das denn für eine Wumme? Lecco mio. Da werde ich gar nicht facen. Da würde ich sagen, gehen wir mal so rein. Wir nehmen eine MP und eine LMG. Murphy, ich helfe dir. Oh, ich helfe dir nicht mehr. Aus dem Jenseits vielleicht. Wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Ja, Winston Churchill. Wohl wahr. Wo ist das? Alter, rechts, links, oben, unten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer Feind und wer Freund ist. Mach das auf, ich werfe eine Granate rein. Von da kommen auch irgendwie welche, kann das sein? Nimm dies! Nimm die. Alter, wie laut! Das ist ja nicht zu fassen. So, die müssten jetzt aber alle tot sein. Ja, so ist es auch. Meine Fresse, sind das hinterhältige Leute. Wie sie genau wussten, dass wir diese Tür auch öffnen, ne? Hallo. Tschüss. Mal kurz schlafen legen. Oh Mann, das ist genau das, was ich nämlich gesagt habe, Freunde. Warum haben sie hier ein MG, wenn die Tür doch eh geschlossen ist? Als würden sie wissen, dass wir diese Tür auftreten. Hätte ja jeder durchkommen können. Auch ein Engländer. Ach, ja, wir sind die Engländer. Auch ein Deutscher. Ja, lass mich mal wieder vorgehen, ne? Das ist ja wieder das Übliche. Ihr traut euch mal wieder gar nichts. Und ich darf wieder hier den ganzen Dreck vollrichten, ne? Bin ich Azubi zufällig? Er hat's in sich. Der hat's richtig in sich. Der hat auch gar keinen Bock auf mich. Ich versuche fliegen. Die Rauchgranate war jetzt ein bisschen unnötig. Die hilft uns ehrlich gesagt gar nicht jetzt. Ach, da oben. Sag mal, ihr habt auch nichts drauf außer Zahnbelag, ne? Ganz ehrlich. Kannst du dich auch mal zum Gegner drehen und den auch killen?
Die stehen einfach immer nur so blöd rum. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich muss mich mal kurz ausruhen. Ich spring da runter, als gäbe es kein Morgen, ne? Und werd angeschossen, als gäbe es kein Morgen. Ach, das ist ein Mate. Oh Gott. Friendly Fire wird nicht toleriert, aber ich weiß halt nicht, wer ist Gegner und wer ist Freund. Das sind auch irgendwie Freunde. Wo seid ihr alle? Oh. Ein Deutscher weniger. Jetzt ist immer Bombenstimmung hier. Tschüss. Wer redet denn da? Ach du Scheiße, ist das überhaupt Deutsch? Was ist das für eine Sprache? Alter, die Stiergranate! Die ist gefallen. So habe ich mich auch gerade angehört. Oh, wo? Wie lebt ihr überhaupt noch? Da war doch gerade eine Granate bei euch. Direkt auf dem Schoß. Was haben sie denn hier so Schönes? Eine Karte? Die wussten nicht so ganz genau, wie Deutschland aussieht. Kann ich verstehen. Die Schule zu den damaligen Zeiten war jetzt nicht die beste. Komm, das nehmen wir mit, Freunde. Oh, da wartet auch schon Captain Price wieder auf uns. Da wollen wir doch gerne hin, würde ich mal sagen. So, Freunde, wir sind nur noch zu dritt. Das ist ein bisschen gefährlich, würde ich schon fast meinen. Und wie ich das mache, mit so einem LMG festnageln? Wo denn? Weil ich sagen muss, das Visier ist ganz schön für den Arsch, ehrlich gesagt. Gehen wir mal hier durch. Oh. Ah doch, das ist ein Gegner. Durch die Favelas hier quasi. Das sieht ja so aus. Oh. Ah nee, nee, ihr seid Freunde. Geht weg, geht. Geht weg. Ach, es tut mir so leid. Ich bin echt ein blöder Soldat. Nicht schlecht, McGregor. Netter Fund. Okay, hören Sie zu. Wir sind hier fertig. Gut gemacht, Jungs. Gibt's auch ein Bier für mich? Eines Tages wird die Wissenschaft eine Maschine oder Kraft erfinden, die derart schrecklich und beängstigend ist, dass selbst der Mensch, der Kämpfer, der Folter und Tod nicht scheut, um andere zu foltern und zu töten, sich für immer vom Krieg abwenden wird. Thomas Edison. Mit diesen Worten würde ich sagen, beenden wir die heutige Episode von Call of Duty 2. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ich wünsche noch alles Gute auf dieser Welt. Tschüss, Sikorsky.